Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ich wollte schon fast wieder Gothic sagen, habe Gothic irgendwie im Kopf gehabt, aber nee, wir sind hier bei Starfield. Und ich habe vor, mal. Nee, also da wollte ich jetzt dort nicht hin. Ich wollte hier hin. Ich wollte jetzt mal tatsächlich eine Quest mit euch anfangen. Also eine, die vielleicht eine kleine Mini-Aufgabe. Wo hatten wir die Aktivitäten? Sprich mit Commander Tuala. Sprich mit Zora im Immobilienbüro Aphelion. Sprich mit Siren Yumi. Starte eine Kopfgeldmission von der Auftragsbörse. Haben wir nicht so viele hier? So, das könnten brauchen. Komm, wir können mal das hier machen. Wir können mal tatsächlich nach Neon fliegen. Auf Voli soll das sein. Hier. Ist sogar tatsächlich erreichbar. Ja, wollen wir machen. Ich habe gerade irgendwie Bock drauf, mal ein neues Gebiet zu erkunden. Und mal mir Neon tatsächlich anzusehen. Das soll ja eine Stadt sein, die an Cyberpunk angelehnt ist. Und dann gehen wir mal halt ein bisschen früher dahin, statt ja, über Hauptstory. Fallen wir noch mal. Nur zum Sie befindet Spaß. sich im Freestar-Collector-Raum. Nein. Bitte Scan abwarten. Ja, keine Schmuggelware. Jo, danke schön. So, apropos, wo ist denn Neon? Da hinten. Wir können da jetzt landen. Dann machen wir das mal. Dauert jetzt halt nur ein bisschen. Die schöne Ladeschnecke, nenne ich das jetzt mal. Ich habe mir tatsächlich von Gronkh die alten GTA-LPs nochmal angesehen gehabt, so. Von GTA Online. Landestelle sauber. Hatte ich irgendwie wieder Dann Bock mal gehabt. runter. Scheint eine sehr, sehr neblige Ortschaft zu sein. Aber genau, wir verlassen mal direkt, anstatt durch unser Schiff hier zu irren, den wir noch umbauen müssen. Neon haben wir jetzt entdeckt. Aber wenigstens gibt es hier Sauerstoff. Das finde ich super. Kann man da hin? Geht tief runter. Hier haben wir erstmal Wasser. Moment. Der komplette Planet besteht aus Wasser. Okay. Ist ein Ozeankontinent oder was? Land nicht ein Ozean? Alles Ozean hier? Wie haben die es geschafft, hier dann eine Siedlung hinzubauen? Wenn das alles nur Ozean ist? Aber egal, wir wollen jetzt hier mal hin. Will ich mir mal ansehen, Neon. Ne, echt, aber wenn das. Wie haben die jetzt wirklich, wie haben die das hingekriegt, hier das hier aufzubauen, wenn das komplett ein Ozean ist? Okay, ich weiß jetzt nicht. Kann man darunter? Ich riskiere es mal nicht. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr hochkomme. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie tief es hier unter Wasser ist. Was zur Hölle soll das? Tu nicht so. Die Detektoren haben das Aurora, das du bei dir hast, sofort erfasst. Steh schön langsam auf und dreh dich um. Wenn du fliehst, schießen wir.
Was geht denn hier jetzt ab? Was war der Plan, Nashor? Aurora nach Aquila City oder New Atlantis schmuggeln? Nein. Hab bloß vergessen, dass ich es dabei hatte. War keine Absicht. Kommt schon. Können wir uns nicht einigen? Ich zahle euch die übliche... Nicht wir machen die Regeln, sondern Verwalter Bayou. Und jetzt halt die Klappe und fang an zu laufen. Los, Bewegung! Catherine Lusion will immer noch, dass wir den Mord an ihrem Mann untersuchen. Mord von... Hau ab, ich hab zu tun. Okay, Und gerade, wo ich das Ruder rum... Ja, ich geh schon mal hoch. Der andere kann ein Fahrstuhl später kommen. Geh mal aus, dass wir hochfahren. Oder gehen wir runter unter Wasser? Okay, sieht schon nice aus. Was ist denn jetzt hier los? Twitch-Benachrichtigung. Irgendjemand ist gerade live. Bestimmt ist das der Umut, der jetzt live ist. Oh, Umut, falls du das hier mal sehen solltest, auch noch einen großen Danke an dich für deinen Support letztens. So. Was haben wir denn hier? Ich will mir das hier mal ansehen. Wir haben jede Menge Zimmer frei. Das ist ein Hotel, okay. Hotelzimmer brauche ich jetzt nicht. Ich muss nach da hinten hin, aber ich gehe jetzt erstmal hier entlang. Was? Hier kann ich mir ein Aussehen verändern. Na, lassen wir mal. Noch bin ich glücklich, wie ich aussehe. Mach mir bloß nicht das Leben schwer. Machst du mir mein Leben nicht schwer, dann mache ich deins auch nicht schwer. Im Privatsektor. So. Da gibt's das große Geld. Privatsektor? Okay. Trade Tower? Die Aufzüge können dich zu einem der vielen Büros im Trade Tower bringen. Es gibt hier Büros? Also, okay. Da ist Hallo Musik. Und willkommen im Trade Tower. Da kommt Musik? Ist das eine Disco? Schon mal Spacern begegnet? Totaler Abschaum. Diese Aasgeier holen sich alles, was vom Koloniekrieg noch übrig ist. Hier ist eine Disco. Traitor Astral Lounge? Ah, hier, das ist es. Boah, ich hoffe, es gibt keine Urheberrechtsverletzung wegen der Musik. Boah, wir sind hier. Wir haben es gefunden. Ist der Wahnsinn hier. Siehst aber nicht ganz überzeugt aus. Die könnte auch mal das Tanzbein schwingen. Hey, willst du tanzen? Kann man hier tanzen? Wie die hier guckt. Die Musik ist genial. Nicht so. Restroom. Ich brauche einen Moment. Der letzte Drink war wohl stärker als gedacht. Hast du vor zwei Drinks auch schon gesagt. Mach mal langsam. Okay, Unisex-Toilette. Ja, wird vielleicht Zeit, auf Wasser zu wechseln. Wasser ist ja auch gesund. Ja, du lass mich vorbei. Es. Außerdem muss ich bei meinen Eltern morgen einigermaßen vorzeigbar aussehen. Okay, also Toilette für Mann und Frau. Also keine Geschlechtertrennung. Dieses Aurora-Zeug haut mich einfach um. Irgendwie will ich auch dieses Outfit haben. Lust auf eine Dröhnung? Kriegst du sie? Nee, hallo. Mal nicht. Okay. Hallo. Bist du ein Spezialist? Ich möchte einer Crew beitreten. Hast du Platz? Ich bin interessiert, was kostet mich das? Ich verlange nicht zu viel, nur einen gerechten Anteil. 6750 Credits zahlen, du bist dabei.
mache ich andermal. Ich weiß nicht, ob ich so viele dabei habe. Gucken wir mal. Doch, ich könnte ihn mir holen. Ich könnte ihn mir leisten. Der ist günstig. Wer ist das? Ja? Logistikspezialist. Hallo, ich will reden. Wenn du jemanden brauchst, ich suche gerade Arbeit. Was kostet mich das? Ich verlange nur den gängigen Preis. Okay, komm, wir kaufen die... Brillant. Wir kaufen beide. Ja, komm. Die maximale Anzahlzuweisung von Crewmitgliedern der Schiffsbefehlsstufe erreicht. Logistikspezialist ist... Hier kann ich die nicht hinpacken. Ich habe noch keinen aktiven Dings. Gib mir... Ja, was? Was? Möchtest du vielleicht was trinken? Habe ich das Geld noch? Nee, aber... Dann, warte mal. Hallo, Captain. Hast du schon Arbeit für mich? Dann geben die mal was zu tun. Wo immer du mich brauchst. Ja, komm, dann... Der hat Waffensysteme, riesiger Fan. Packen wir den dann mal weg. Abziehen. Riesiger Fan von Agony Might abziehen. Ziehen wir ihn mal ab. Und packen die dann mal hier rein. Ja. Bin gleich da. Alles klar, nehmen wir die erstmal mit. Um den anderen kümmern wir uns später. Weil ich habe das jetzt so verstanden, dass die dann weg ist, wenn ich diesen Bereich verlasse. Ich verstehe das Problem nicht. Obwohl die schon bezahlt haben. So, Neonkern. Gut, aber jetzt wollen wir für Ryujin mal arbeiten. Gehen da mal hin. Kunden können wir ja später noch genug. Wollte das zumindest mal. Vorsicht, jetzt, wenn du auf diese Ekliptik. Du kannst dein Banking daher erledigen, wann und wo du willst. Gelbank. Hier, genau, die Gelbank haben wir wieder. Was ich mir jetzt frage: Den Außenposten, den wir bei Jameson haben, also neben New Atlantic City. Brauchen wir den eigentlich noch? Wir hätten den ja gemacht gehabt, falls wir Schmuggelwaren dabei haben. Dass wir den, erinnert mich ein bisschen an Arasaka hier. Aus Cyberpunk. Solche Neuro-Ems kriegst du sonst nirgendwo in der Stadt. Neuro-Ems? Ist er der Händler dafür? Willkommen in der Filiale von Ryujin Industries. Suchst du ein Neuro-Emp? Was verkaufst du hier? Alle neuesten und besten Neuro-Ems von Ryujin Industries. Sieh dich um. Wir haben sicher etwas, das deinen Anforderungen entspricht. Kannst du dich auch mal zu mir richtig hindrehen? Neuro-Ems sind das wichtigste Produkt von Ryujin Industries. Kleine Variables, die einige Gehirnfunktionen des Anwenders verbessern. Unsere Verkaufsschlager können Konzentration, Kurzzeitgedächtnis, Kommunikationsfähigkeiten oder Selbstvertrauen verbessern. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Hast du es selbst schon mal probiert? Wie könnte ein Neuroamp mir nützen? Das hängt davon ab, was du verbessern möchtest. Wenn du dein Diplomatiegeschick boostern willst, empfehlen wir unsere Neurocom-Reihe. Der Neuroboost verschafft dir das nötige Selbstbewusstsein, eisern die Stellung zu halten. Und unsere Neurotech-Reihe, Tech für taktisch, verbessert kritisches Denkvermögen. Den hätte ich gerne in Real Life, dieses kritische Denkvermögen. Denn ich bin so ein Mensch, sobald ich die Kamera hier anhabe,
Mein IQ sinkt unter 20%, sagen wir so. Also das, unter 20 dann. Dann wirklich. Da bräuchte ich dann. Haben viele Leute Neuroalms? Natürlich. Sie bilden quasi das Fundament, auf dem Ryujin erbaut wurde. Hast du das selbst schon mal probiert? Na klar. Ich bin nur wegen meinem Neuro-M überhaupt hier. Vor 6 Monaten war ich ein unmotivierter Putzmann im Ryujin Tower und stand kurz vor dem Rauswurf. Aber durch dieses coole kleine Gadget bin ich so motiviert wie noch nie und habe eine viel bessere Sozialkompetenz. Ich kann jetzt problemlos mit Kunden reden. Und seit ich ihn trage, habe ich noch nie meine Schlüssel verloren. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Das sagen manche Leute, ja. Ich sage, man muss es sehen, um es zu glauben. Sieh dich doch mal im Laden um. Es lohnt sich, auch wenn du gar nichts kaufen willst. Du warst hier Putzmann? Putzmann, IT-Support, Wachdienst. Ich habe schon viele einfache Jobs bei Ryujin Tower gehabt und war in allen total mies. Ohne Jupiter vorne am Empfang hätten sie mich längst rausgeworfen. Sie überredet das Management immer wieder, mich was anderes versuchen zu lassen, statt mich zu feuern. Sie hat mich auch davon überzeugt, ein Neuro-M zu probieren. Das hat mein ganzes Leben verändert. Okay, lass mich mal sehen, was du im Angebot hast. Neuro-Ms hauptsächlich. Wie immer. So. Kleidung hat er hauptsächlich. Ach, von denen ist das. Mit diesen Konzernen, das haben wir ja momentan. Management. Management geschmeidig. Management mächtig. So, Neuroboost Typ 1. Ach, da oben im Gesicht. Plus 5% einschüchtern. Plus 10% einschüchtern. Das plus 5% Diplomatie. Aufhetzen, 10%. Soll ich das kaufen? Ich nehme das mal. Wiedersehen. So, wo finden wir das? Hier wahrscheinlich. Muskelshirt haben wir auch noch. Jetzt. Okay, sieht schon interessant aus. So, jetzt wollen wir mal anfangen, hier richtig zu arbeiten. Operations, Tranquility, Drohne, Tayo, Astroneering, Lobby. Gehen wir mal zu Operations. Willkommen bei Ryujin Industries. Kann ich helfen? Ja. Eure Kleidung habe ich ja schon. Du gehörst bestimmt zu den Kandidaten, die sich heute bei Imogen Salso bewerben. Ihr Büro ist den Gang von mir aus links runter. Geh am Konferenzsaal nochmal nach links, dann nach rechts und eine kleine Treppe nach oben. Geh dann nach links und weiter, bis du schließlich ihr Büro siehst. Klingt wie ein Labyrinth, oder? Wenn ich dich also hinführen soll oder du Fragen hast, sag einfach Bescheid. Ich hätte tatsächlich ein paar Fragen. Und hoffentlich habe ich Antworten. Wie laufen die Bewerbungsgespräche? Mal unter uns. Ich glaube, Imogen ist die ganze Sache leid. Du würdest nicht glauben, welche Leute herkommen. Yukos Einstellungsalgorithmus hat angeblich alle Bewerber zugelassen. Und sie hat sich aus dem Staub gemacht. Eigentlich sind die Gespräche ihre Aufgabe. Und Imogen ist sauer. Was kannst du mir über Imogen sagen? Imogen Salso ist mein Idol. Sie ist skrupellos, kann sich aber trotzdem bei normalen Leuten benehmen. Falls du weißt, was ich meine. Wahrscheinlich wird sie Nachfolgerin von Ularu Chen, Head of Operations. Was ein Geschenk des Himmels wäre, da Chen gern ganz frei heraussagt, was sie denkt. Sie ist ein Fan von brutaler Offenheit. Was genau tut Ryujin Industries? Oh, du meinst das ernst? Also, ja. Ryujin ist der Tech-Branchenführer in den besiedelten Systemen. Vor allem für die seit 15 Jahren verwendeten Neuro-Amps bekannt.
Unsere weiteren Produkte umfassen Betriebssysteme, Sicherheit, verschiedene Annehmlichkeiten fürs Zuhause. Wir bieten das Komplettpaket an. Wenn du mehr wissen willst, würde ich einen der Automaten empfehlen. Darauf ist die gesamte Firmengeschichte enthalten. Oder zumindest die, von der du erfahren sollst. Von der ich erfahren soll, okay. Aber gut, ich glaube, ich bin für das Bewerbungsgespräch bereit. Lass Imogen lieber nicht zu lange warten. Und das Angebot steht noch, wenn du jemanden brauchst, der dir den Weg zeigt. Ah, ich glaube, ich finde es dann. Den Weg zum Büro finde ich selbst. Na dann, viel Glück. Wir sehen uns später, wenn du wieder gehst. Ja, finden wir schon hin. So, in wer ist denn das? In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Ist das hier jetzt schon Sperrzone? Okay. Mir gefällt das mit den Farben. Schwarz-Rot, das sind meine Farben tatsächlich. Also hier meinte er entlang. Und dann irgendwo links. Also hier, die Richtung. Imogen und Yuko haben den Laden fest im Griff. Also nicht da lang, sondern... Habe ich jetzt umgeschmissen, ein bisschen. Aber ich will hier auch mal gucken. Hier ist die Kantine. Diese Info könnte eine ganze Operation zunichte machen. Das gehe ich lieber an. Agent. Sonst macht Yuko mir noch die Hölle heiß. Wer ist denn das? Sie ist Stuhl, okay. Hallo Stuhl. Auch Agent. Ich will mir das mal wirklich ansehen hier. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Ja, alles gut. So. Guten Tag, der Herr. Captain Cho. Quatsch ich später noch mit allen. Gehe ich mal von aus, ich muss mit jedem von denen einmal gequatscht haben. Später. Das ist stehlen. Das ist stehlen. Das ist stehlen. Na, kann ich jetzt nicht machen. Hallo Agent. Ich bin gerade beschäftigt. So, Ryojin Security. April Sweeney. Warte, nur auf Info, wie üblich. So, muss ich hier hin? Hoffentlich bist du besser vorbereitet als der Letzte. Setz dich. Ihr Auto gefällt mir mehr als meins. Imogen Salzo. Ich warte nur auf dich. Achso, ich muss mich hinsetzen. Ja, gut. Okay. Nur um mal ein paar Dinge klarzustellen. Ich bin Imogen Salzo, Senior Operations Specialist bei Ryujin Industries. Normalerweise mache das nicht ich, sondern meine Kollegin Yuko. Aber die ist gerade indisponiert. Wir suchen jemanden für einen Einstiegsjob in unserer Verwaltung. Unser Algorithmus hat uns wohl im Stich gelassen und hält dich für geeignet. Worüber ich später noch mit den Technikern reden werde. Also, bringen wir es hinter uns. Warum willst du für Ryujin Industries arbeiten? Warum ist Ryujin nicht das beste Tech-Unternehmen der besiedelten Systeme? Ich will mir einfach nur ein paar Credits verdienen. NeuroAMPs sind die Zukunft. Ich will ein Teil dieser Zukunft sein. Man sagt, ihr wollt nur die besten und klügsten Köpfe, deshalb bin ich hier. Klingt bescheiden, nehmen wir das. Ich sage unserem Marketing-Team, dass die Slogans offenbar hängen bleiben. Aber ich hoffe, das ist nur dein Sinn für Humor. Wobei wir durchaus auch einige Egozentriker in unseren Reihen haben. Du würdest sogar ziemlich gut reinpassen. Aber machen wir weiter. Warum glaubst du, dass du für so einen Job qualifiziert bist? Es gibt keinen Deal, den ich nicht machen kann. Ich weiß, ich kann diesen Job machen und ich hoffe, es auch beweisen zu dürfen. Es ist ein Einstiegsjob, jeder könnte den machen. Qualifiziert würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber ich brauche diesen Job. Bin ich nicht. Ich improvisiere hier nur. Es ist ein Einstiegsjob. Jeder könnte den machen. Das nenne ich mal direkt. Wobei mir das genauso geht. Also, kommen wir zur nächsten Frage. Wie groß ist deine Erfolgsmotivation? Ich werde für diesen Job alles geben. Es kommt auch ganz darauf an, worauf ich hinarbeite. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht gefallen bin. Das würde ich schon eher sagen. Wenn ich jetzt einen Job haben würde, dass ich auch schon mal tatsächlich in Real Life hatte, wo es einfach einen nicht weiterbringt, egal wie hart man dafür arbeitet,
dann vergeht auch die Motivation. Ich hatte tatsächlich auch mal, sogar letztes Jahr, einen Burnout gehabt. Deswegen, wegen sowas. Und ja, da war ich auch froh, dass ich auch therapeutische Hilfe bekommen habe. So, aber es kommt wirklich ganz darauf an, worauf ich hinarbeite. Das kommt hier bei Ryujin allein auf dich an. Es ist schon vorgekommen, dass jemand wie du ins Management aufgestiegen ist. Wir erkennen auch ungenutztes Potenzial. Wenn es also eine Rolle gibt, in der du glänzen könntest, finden wir sie. Und noch meine letzte Frage. Okay, wen muss ich töten? Wenn du hier bei uns bleibst, in welcher Rolle siehst du dich in 5 Jahren? In 5 Jahren leite ich dieses Unternehmen. Das hatte ich tatsächlich wirklich mal in einem Bewerbungsgespräch mal gesagt gehabt. In 5 Jahren leite ich dieses Unternehmen. Ich hoffe, bis dahin eine Position im Management zu haben. Forschung und Entwicklung, ich möchte die Zukunft der Technologie mitbestimmen. Am meisten interessiert mich die Komplexität der Cybersicherheit. Ich bezweifle, dass ich in 5 Monaten durchhalte. Von 5 Jahren ganz zu spät. Na, in 5 Jahren leite ich dieses Unternehmen. Ein ehrgeiziges Ziel. Würde mich freuen, wenn du es erreichst. Entschuldigung. Aber da müssen wir wohl abwarten. Okay, pass auf. Es gibt etwa 1 Million Sachen, die ich gerade lieber machen würde. Außerdem ist es nicht mal mein Job. Also, du bist angestellt. Mit Probezeit, versteht sich natürlich. Vor allem angesichts deines Vorstrafenregisters. Dein erster Auftrag. Bald geht ein Meeting los und du musst die Kaffeebestellung bei TerraBrew abholen. Ganz simpel. Das kannst du quasi gar nicht verbocken. Du musst dich nicht anstellen. Sag einfach, du kommst von Imogen Salzo. Dann wirst du sofort bedient. Okay. Ja, stimmt. Ich hatte mal behauptet, ich hätte hier, ich sei vorbestraft. Deswegen Vorstrafenregister, da hat die das nochmal wusste nicht, dass die auf das alles noch reagieren, was ich dann bei der Bewerbung gesagt habe. Oder dort geschrieben hatte. Was ich ausgewählt hatte. So, okay, wir machen jetzt einen Job für Ryujin. Irgendwie aber gefällt mir das schon hier. Von Farben her, ich will ihr Outfit haben, das ein bisschen mehr schwarz-rot ist. So funktioniert das. Lecoms ist die einzige Anlaufstelle in Neon, wenn ich gar in dem Ganzen. So, dann machen wir mal die Ryujin-Quest-Reihe. Und wenn nicht, wie hat's der dann? Der Lara Porto ist gar nicht so schlimm. Die Versicherung ist das Problem. Ganz klar. So. Rede bitte nur mit mir, wenn du für die Kopfgeldjagd geeignet bist. Kopfgeldjagd? Tracker Allianz Agent. Wenn du über die Kopfgeldjagd reden willst, beantworte ich gerne deine Fragen. Und Aufträge findest du in der örtlichen Auftragsbörse. Aber kleine Vorwarnung, glaub bloß nicht, dass das leicht verdiente Credits sind. Man braucht Können, Präzision und die Bereitschaft, sein Leben zu riskieren. Ah, du kannst mir mehr über Auftragsbörsen erzählen und wo ich es finde. In den Auftragsbörsen in den gesamten besiedelten Systemen werden Aufträge für Freelancer ausgeschrieben. Bezahlt wirst du nach Abschluss. Die Tracker-Allianz benutzt sie hauptsächlich für leichtere Jobs oder wenn es zu viel Arbeit und zu wenige Tracker gibt. Sie hängen meistens in Bars, vor allem in der Nähe von Raumhäfen. Was ist die Tracker-Allianz? Wir sind Kopfgeldjäger. Wir jagen Leute, die vor dem Gesetz oder der Gerechtigkeit fliehen. Wir müssen sie finden und abliefern. Tot oder lebendig. Hast du irgendwelche spannenden Geschichten von der Kopfgeldjagd? Klar, aber die erzähle ich nicht. Das ist kein Job zum Prahlen oder Angeben. Die Leute betteln um ihr Leben oder versuchen, einen zu bestechen. Ich bin nicht stolz darauf, wie viele Leben ich genommen habe. In diesem Leben heißt es töten oder getötet werden. Jedes Kopfgeld steht für einen verzweifelten Menschen, der nicht nach den Regeln spielt. Merkt ihr das? Okay. Immer wachsam bleiben. Interessant. Aber ja, irgendwie hat er da schon recht. Ich komme zu spät. Hey, hinten anstellen. Hi, willkommen bei TerraBrew. Wie kann ich helfen? Ich soll hier eine Bestellung für Imogen Salzo abholen. Oh, die Bestellung für Ryujin. Du bist wohl neu. Was ist mit Tomo?
Hat er endlich die Ich wurde gefeuert. Das ist passiert. Und dieser seelenlose Roboter ist mein Ersatz. Tomo, es tut mir leid. Ich weiß, wie du dafür geschuftet hast. 4 Jahre habe ich Kaffee geholt und bin der arroganten Ularu Chen in den Arsch gekrochen. Und dann ersetzt mich so ein Niemand? Tut mir wirklich leid, dass du gefeuert wurdest. Ist nicht mein Problem. Ich habe die Werbung gehört und mich daraufhin gemeldet. Wer ist Ularu Chen? Du kennst nicht mal den Boss von deinem Boss? Ne. Ularu ist Head of Operations bei Ryujin. Oder in meinen Augen der firmeneigene Hai. Wenn die Blut im Wasser riecht, bist du tot. Und was ist passiert? Keine Ahnung. Vielleicht war der Kaffee nicht heiß genug. Sie hatten nicht mal den Anstand, es mir zu sagen. Haben mich einfach vom Sicherheitsdienst rausbringen lassen. Tut mir wirklich leid. Klar, aber... bestimmt. In der Branche tut nie irgendjemandem was leid. Und da sie mich rausgeworfen haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie dich auf mich hetzen. Also bin ich jetzt mal proaktiv. Glaub mir, es heißt du oder ich. Sven, ganz ruhig, reden wir über die Sache. Angreifen, du willst kämpfen, los geht's. Was meinst du mit, es heißt du oder ich? Wer so viel über die Geschäfte von Ryujin weiß, spaziert nicht einfach davon. Und ich wurde auch noch gefeuert. Die lassen keinen frustrierten Ex-Mitarbeiter mit so viel Insiderwissen im Kopf herumlaufen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dich auf mich hetzen. Also bin ich jetzt mal proaktiv. Überzeugen, ganz ruhig. Du willst reden? Okay, du hast eine Chance, mir zu beweisen, dass du den Job verdienst. Wenn du mich überzeugst, gehe ich. Wenn nicht, tja, du weißt, was dann passiert. Digga, ich kann dir auch einen Job bei mir in der Crew geben. Muss nur jetzt mal chillen. Sieh mal, ich verstehe das. Du hast deine Befehle, ich habe meine. Ich bin extrem gut ausgebildet. Wenn du mich angreifst, stirbst du. 3 Züge habe ich. Wir finden eine Lösung, das weiß ich. Ich versuche das hier mal. Nein, ich muss das tun. Du verstehst das nicht. Du gewinnst sowieso nicht. Das ist ein großer Fehler. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Wird Zeit, dass du dich entscheidest, wie das hier enden soll. Ach komm, ich mache das hier. Du kannst nicht so gut sein. Noch nicht. Pass auf. Irgendwann setzt Ularu dich wirklich auf mich an. Vergiss das nicht, okay? Dass ich dir die Chance gegeben habe, mich umzustimmen, als ich dich umlegen wollte. Warum sollten sie mich schicken? Sagen wir, Ryujin räumt gern gründlich auf. Chen hat mich gefeuert. Jetzt sieht sie mich als Risiko. Deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bevor unsere Wege sich wieder kreuzen. Und ich hoffe, dass du mir dann zuhörst, wie ich dir zugehört habe. Ja, okay. Bei dir machen wir das mal so. Du bist entweder einer von den wenigen guten Menschen in Neon. Oder du weißt schon, wie man Druckmittel gegen jemanden sammelt. Also, wenn ich die Chance habe, ihn in meine Crew zu haben... keine Sorge, hier ruft niemand die Security. Wenn es wegen der Sache irgendein Drama gibt, klärt Ryujin das. Glaub mir. Du solltest es ihnen unbedingt melden. Ich muss immer noch die Bestellung abholen. Sorry wegen dieser... Wie würde Ryujin das klären? Ryujin hat überall hin Verbindungen. Sogar zu Benjamin Bayou. Also dem Mann, der Neon quasi kontrolliert. Die sind hier unantastbar. Wenn man bei denen einen Fuß in der Tür hat, hat man schon fast sein Leben lang ausgesorgt. Also, außer sie feuern ein. Was kannst du mir den Kerl erzählen? Tomo war schon eine ganze Weile der Bodenjunge von Ryujin. Extrem ehrgeizig. Wollte sich unbedingt in der Nahrungskette hocharbeiten. Er war immer sehr nett. So eine Aktion hätte ich also nie erwartet. Sorry wegen dieser Sache. Ernsthaft? So was Aufregendes habe ich seit Monaten nicht erlebt. Eigentlich sollte ich dir danken. Ich muss aber immer noch die Bestellung abholen. Ja, natürlich. Hier. Ach, und sag Mr. Cho, dass wir die empfohlenen Wartungsarbeiten durchgeführt haben. Ich habe den Malgrad persönlich 3-mal überprüft. Der Fehler kommt nicht wieder vor. Okay, aber wenn wir Tomo wieder begegnen, ich fühle wirklich... Die Security hat Saburo Okadibo im Blick.
Er gefährdet den Status quo, wenn du weißt, was ich meine. Ich fühle auf jeden Fall, Saburo Okadigbo. Erinnert mich an Saburo Arasaka. Hier in Neon, ausgerechnet Saburo. Ja, aber trotzdem, der Tomo. Ich fühle wirklich seinen Schmerz. Ich weiß, wie er sich fühlt. Tatsächlich. Der tut mir echt leid. Also, der ist einer von wenigen hier, die wirklich bei mir die Mitleidsschiene, wo er ziehen wird. Weil ich ganz genau weiß, wie er sich fühlt. So, aber okay. Wir stehen hinter Tomo. Ryujin wird nichts, was ihn angeht, erfahren. Es geht immer, wenn ich die Möglichkeit habe. So, Imogen. Hoffentlich ist der Kaffee noch heiß, so lange wie du gebraucht hast. Entweder kennst du die Stadt zu schlecht, oder du lässt dich zu leicht ablenken. Was war denn? Was persönlich kommt nicht mehr vor. Bin einem deiner Ex-Mitarbeiter. Mein Gehtempo ist eher gemächlich. Ich bin neu hier, ich habe mich verlaufen. Nette Ausrede, aber nicht die Antwort, die ich hören wollte. Ich weiß, dass Tomo Higashi, ein ehemaliger Angestellter von uns, dich im Terra Brew angesprochen hat. Und nein, die Barista hat dich nicht verraten. Ryujin hat genügend Verbindungen in Neon, dass so ein Zwischenfall nie durchrutscht. Aber von deiner Täuschung mal abgesehen, sind einige von uns beeindruckt, wie du das gehandhabt hast. Wir möchten dir eine andere Rolle bei uns anbieten. Und da Yuko nicht hier ist, um zu protestieren, fängst du sofort an. Also, Glückwunsch zur Beförderung. Jetzt schon? Nicht an deinem ersten Tag, was? Das bedeutet dann aber hoffentlich eine Gehaltserhöhung. Natürlich. Hohes Risiko, hoher Gewinn. So läuft das. Ich befördere dich hiermit zum Nachwuchsagent. Diese Stelle ist etwas komplizierter und hundertprozentig geheim. Deine Aufgabe ist es, einzugreifen, wo es nötig ist, um den Erfolg von Ryujin zu gewährleisten. Hast du dazu Fragen? Warum die Geheimhaltung? Ja, wirklich? Wie jedes Unternehmen sehen wir unsere Arbeit hier als Betriebsgeheimnis. Mhm. Wüssten andere davon, könnten sie es nachahmen. Und unser Vorteil wäre dahin. Mhm. Was genau meinst du mit eingreifen? Wann immer unser Erfolg bedroht ist, wird ein Agent ausgesandt, um für ein wünschenswerteres Ergebnis zu sorgen. Etwa durch ein Gespräch oder die Übermittlung neuer Informationen. Wie du bald sehen wirst, ist das situationsbedingt. Und wie soll ich unseren Erfolg gewährleisten? Nun, das kommt auf den Auftrag an. Wenn jemand sich nicht von Worten überzeugen lässt, ist manchmal etwas mehr Nachdruck nötig. Im Grunde beseitigst du Steine, die dir im Weg liegen. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Interessant. Dann wird die Einweisung einfacher, als ich dachte. Und jetzt zum Kaffee. Ich nehme meinen. Und da Yuko immer noch nicht hier ist, kannst du ihren gerne behalten. Die anderen Empfänger warten schon im Konferenzsaal auf dich. Auf mich? Trifft dich mal Alexis Price und Camden Cho. Ich hätte aber gern wirklich ihr Outfit. Das sieht mega aus. Beeil dich, ich habe eine Deadline. Wer bist du überhaupt? Rafik Hamza. Okay. Hi. Linden Calderi? Genevieve Monaco? Wie heißt die? Genevieve Monohan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Alexis Price, da haben wir den. Und hier haben wir Stuhl. Hallo Stuhl. Camden Cho. Eben noch Kaffee geholt? Und jetzt schon Nachwuchsagent. Camden Cho, Supply Chain Manager für Ryujin. Wir werden nicht oft zusammenarbeiten, aber wir sind in der gleichen Abteilung. Also sehen wir uns sicher. Die Barista sagte, sie hätte die Mühle dreimal persönlich gecheckt. Aha, sehr gut. Ich erwarte nicht viel von Terra Brew, aber ich hatte das Gefühl, dass ihre Kaffeemühle schwächelt. Jedenfalls, willkommen im Team. Oh, eins noch.
Leute mit deinem Job sehen nicht unbedingt die Sonnenseite von Ryujin Industries. Aber es ist wirklich ein großartiges Unternehmen. Und unsere Arbeit hilft Millionen Menschen. Das gefällt mir irgendwie, das fällt mir schwer zu glauben. Gut, in meiner Stellungbeschreibung klang das etwas anders. Wie hilft Ryujin Millionen von Menschen? Das frage ich mich. Nimm Neuroamps. Die helfen mit psychischen Problemen, Selbstvertrauen und Konzentration. Drone-Roboter bieten Wartung und Sicherheit. Tranquility bringt Entspannung und Aberon-Schutz. Viele Menschen lieben und nutzen diese Produkte und deine Arbeit hilft uns, sie zu verbessern und zu erweitern. Hat die Industriespionage dann überhaupt eine Sonnenseite? Ich verstehe, was du meinst, aber andererseits kannst du selbst entscheiden, mit welchen Methoden du deine Aufträge erfüllst. Und davon abgesehen ist Industriespionage gang und gäbe. Ryujin macht es nur besser als andere. Die Konkurrenz hat Schlimmeres getan und damit weniger erreicht. Okay, gut, in meiner Stellungbeschreibung klang das etwas anders. Damit wir nur die besten Produkte liefern, sind manchmal eben drastische Maßnahmen nötig. Aber natürlich wirst du dir selbst deine Meinung bilden. Versuch nur, offen zu bleiben. Und danke für den Kaffee. Achso, ich muss mit jedem einmal gequatscht haben. Okay. Kaffee, endlich! Gut, dann lass dich mal ansehen. Ich bin nicht nur als Augenschmaus hier. Ich hoffe, dir gefällt, was du siehst. Okay, das ist jetzt überhaupt nicht unanständig. Ich bin ein echtes Prachtexemplar, ich weiß. Wir sind bescheiden. Ha! So etwas würde mein Sohn von sich sagen. Und das meine ich nicht als Kompliment. Ich bin Alexis Price, Leiterin der Rechtsabteilung. Lass mich direkt sein. Rechtliche Probleme. Zeugen. Festnahme. Die du als Agent verursachst, sind meine Probleme. Also, keinen Ärger mit den Behörden. Wir haben einen Draht zu Verwalter Bayou und den Freestar Rangern, aber den will ich nicht allzu sehr strapazieren. Keine Versprechen, ich werde tun, was nötig ist. Ich bin wie ein Geist. Niemand wird mich hier zu fassen kriegen. Wer ist Verwalter Bayou? Verwalter Bayou hat in Neon das Sagen und sitzt im Governorat des Collective. Der Ryujin Tower trägt wesentlich zu Neon bei. Daher haben wir seit langem eine symbiotische Beziehung. Okay. Welche Connections haben wir mit dem Freestar Ranger? Zum einen verleiht uns unsere Beziehung zu Bayou automatisch auch eine Beziehung zu den Rangern. Dank seines Sitzes im Governorat hat er einen gewissen Einfluss. Aber unsere beste Verbindung haben wir über Ranger Price. Klingt so, als würde jemand Familienbande ausnutzen. Cool, Freestar Ranger in der Hand von Ryujin. Und wer ist Ranger Price? Hat man nicht gedacht? Er ist der in Neon stationierte Ranger und zu meinem Leidwesen auch mein Sohn. Oh. Er hätte Anwalt oder Geschäftsmann werden können. Stattdessen verschwendet er sein Talent daran, die Menschen im Freestar Collective zu beschützen. Ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe, dein Bestes ist gut genug. Mein Bestes ist besser als dein Bestes. Was du wahrscheinlich hier machst. Das Unternehmen gehört in 5 Jahren mir, ja? Kaffee. Man sollte meinen, dass wir unsere eigenen Ableger unterstützen und Tranquility holen, aber nein. Terra Brew. Vielleicht sollte Ryujin Terra Brew übernehmen. Ich bezweifle, dass die täglichen Bestellungen die unterschiedlichen Profite allein erklären. Ich würde Tranquility Terra Brew immer vorziehen. Tranquility gehört Ryujin? Hatten wir schon beantwortet bekommen. Ja, die Gewinnspannen sind momentan alles andere als vergleichbar. Mir geht's da ums Prinzip, weißt du? Aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Lyndon Calderi, ich leite die Finanzabteilung. Ich ziehe es dir jedes Mal vom Gehalt ab, wenn du irgendwelche Dummheiten machst. Was hoffentlich nicht oft passiert. Ich mache nie Dummheiten. Also wird es bei mir auch nichts abzuziehen geben. Das war's dann wohl mit meinem Gehalt. Verstanden. Wenn ich Fehler mache, wird mir das Gehalt gekürzt? Das war's dann wohl. Die Kosten sind nicht so hoch, wie du denkst. Wir haben Grenzen. Das Ziel ist Abschreckung, nicht Demotivierung. Nun, das war nicht lästig.
mögen unsere zukünftigen Treffen ebenso produktiv sein. Okay. Ich hatte gedacht, das war's dann mit meinem Gehalt. Ah, perfekt. Imogen sagte was von einer Neueinstellung. Genevieve, ich leite Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Habe ich richtig ausgesprochen. Genevieve, schön, dich kennenzulernen. Du sorgst also dafür, dass Ryujin bei der Öffentlichkeit gut dasteht? Klingt nach einer Menge Arbeit. Das Marketing muss ja ein Kinderspiel sein. Ryujin Technology verkauft sich praktisch von selbst. Ja, Marketing ist echt scheiß viel Arbeit. Es ist nicht einfach. Ich könnte mich auch noch Markenmanagerin und Community-Spezialistin nennen. Jedenfalls freut es mich, den neuesten Zuwachs zu treffen. Meine Frage ist nur, wie viel Arbeit wirst du mir wohl machen? Keine, du musst dir meinetwegen keine Sorgen machen. Das ist für mich alles noch neu, also hab am Anfang etwas Nachsicht mit mir. Für mich zählen nur die Ergebnisse, nicht die Methoden. Was meinst du mit, wie viel Arbeit werde ich dir wohl machen? Das will ich schon wissen. Vertuschen, du weißt schon. Den Journalisten hier entgeht so leicht nichts. Ich sorge dafür, dass sie nichts sehen, was sie nicht sehen sollten. Und wenn doch, fällt das auch mir zu. Für mich zählen nur Ergebnisse, nicht Methoden. Na wunderbar. Das kann ja ein Spaß werden. Merke dir einfach, dass ein Malheur deinerseits mir und meinem Team schlaflose Nächte beschert. Wir wären dir also sehr dankbar, wenn du Vorsicht walten lässt. Ich werde sehen. So, jetzt noch einmal mit Imogen. So, da ist die gute Dame. Ich will ihr Outfit haben. Ich will das gleiche. Ich hoffe, die Begrüßungsrunde hat dir gefallen. Ich dachte, du solltest vielleicht wissen, wessen Jobs deine Arbeit berührt. Man hat mir schon gesagt, wie viel Arbeit ich ihnen machen würde, wenn ich nicht aufpasse. Der Tenor war, lass dich nicht erwischen. Mein Gefühl sagt mir, dass ich mit den meisten von ihnen nicht klarkommen werde. Es war schön, ein paar andere Leute aus dem Unternehmen kennenzulernen. Ich glaube... Ach komm, ich sag das. Das überrascht mich nicht. So viel also zur Chefetage. Es wird Zeit, an die Arbeit zu gehen. Wir haben Grund zur Annahme, dass unsere Freunde von Keltcorp unsere F&E-Server hacken wollten, da wir gerade um einen Auftrag konkurrieren. Das war ein großer Fehler von Ihnen. Klingt nach einem Job für die Neon Security oder die Freestyle Security. Wenn Keltcorp auf illegale Aktivitäten zugreift, würde ich das als Verzweiflungstat werten. Ganz und gar nicht. Nein? Diese Vorgehensweise ist für Keltcorp wirklich nichts Besonderes. Wir können Keltcorp weder den Auftrag gewinnen, noch mit der Sache davonkommen lassen. Ich gebe dir eine Datenslate mit einer Datei, die du über einen ihrer Computer hochladen musst. Klingt ziemlich banal, aber so viel Zeit habe ich noch übrig. Ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Wie verschaffen wir Zugriff auf ihre Computer? Was ist auf der Datenslate? Ja, das werde ich so oder so erfahren. Sie ist als Lektion, die Keltcorp auf die harte Tour lernen wird. Okay, wie verschaffe ich mir Zugriff auf ihre Computer? Das ist dir überlassen. Sie ist als Gelegenheit, deine Kreativität zu entfalten. Hier gibt es immer mehr als einen Weg, einen Auftrag zu erledigen. Okay, ist so gut wie erledigt. Und vergiss nicht, das ist vertraulich. Bei Keltcorp darf niemand Verdacht schöpfen. Wenn alles erledigt ist, solltest du absolut keine Spuren hinterlassen. Hier ist die Slate. Viel Erfolg. So. Ich will trotzdem das gleiche Outfit haben. Sieht mega aus. Vor allem hier an der Seite. Das sieht auch, hat Ähnlichkeiten da an ihren Ärmel zu meinem Logo. Das hat schon Ähnlichkeiten. Ich will das Ding haben. Also ich werde ihr jetzt nicht die Kleider vom Leib reißen, um mir das Kleid da an mich zu reißen. Ich will schon ein eigenes haben. So, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir mal diese Quest, die wir jetzt von Ryujin aufhaben. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.